Heute starte ich die neue Serie, in der ich mich intensiv einmal mit der tatsächlichen Arbeit von Peter beschäftigen möchte. An was Peter so tagtäglich arbeitet, geben Sie ja durch mehrere Pressemitteilungen täglich selbst bekannt. Fangen wir also einmal mit dem Montag, den 12.08.2016 an und schauen uns die erste Pressemitteilung von Peter genauer an. Neues Peter-Video über Tierquälerei bei Zirkus Krone. Das scheint ja interessant zu sein. Nun, wer sich mit Peter intensiv beschäftigt, weiß, dass Peter seine Videos manipuliert und sogar falsch darstellt. Also habe ich mir das Video einmal genauer angeschaut. Ich stellte sofort fest, dass mir die zusammengeschnittenen Videosequenzen sehr bekannt vorkamen. Wenn diese Aufnahmen neu sind, werde ich ab morgen Veganer. Also suchte ich mir zwei Sequenzen heraus und ging bei Peters YouTube-Channel auf die Suche. Und nach kurzer Zeit wurde ich in beiden Fällen fündig. Ich darf leider nur 5 Sekunden verwenden, da Peter sonst einen Grund hätte, das Video zu sperren. Die Links zu den einzelnen Videos und die Zeitmarken findet ihr in der Videobeschreibung. Die Aufnahmen stammen aus dem Jahr 2008, als der Zirkus Krone in Minden gastierte. Seitdem hat sich nicht nur die Rechtslage geändert, nein, auch Krone hat seine Tierhaltung so verbessert, dass er heute von allen Veterinärämtern gelobt wird. Gerade dieses kann Peter nicht auf sich sitzen lassen und versucht mit allen Mitteln, den Zirkus Krone zu denunzieren. Dabei schreckt Peter auch vor Straftaten nicht zurück. Anzumerken ist, dass Peter diese Aufnahmen als neu deklariert und einem Stadtrat als Beweismittel untergejubeln möchte. Da kann man wohl sagen, dass sich Peter einen Bärendienst geleistet hat. Sollte der Kaufbeurer Stadtrat nun ein Wildtierverbot erlassen, kann Zirkus Krone gegen dieses sofort klagen, da dieses ja unter falschen Voraussetzungen das Wildtierverbot beschlossen hat. Eigentlich sollte man jeden Stadtrat zwingen, sich eine Zirkusshow live anzusehen und sich auch mit dem Zirkus persönlich in Gesprächen auseinanderzusetzen, bevor man eine so weittragende Entscheidung trifft. Und wer schrieb diese Pressemitteilung? Natürlich unser Nicht-Diplombesitzer Peter Höfken, der selbst von Peter, vom Diplomzoologen und Wildtierexperten zum Fachreferenten und Kaffeeholer degradiert wurde.